Die Münchner Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz war die erste Flaniermeile Deutschlands. Sie ist vom Marienplatz bis zum Stachus 900 Meter lang. Eröffnet wurde sie am 30. Juni 1972. Die Fußgängerzone steht fast ausschließlich für Superlative. Heute laufen rund 15.000 Besucher pro Stunde durch die Münchner Fußgängerzone. Das ist die teuerste und meistbesuchte Einkaufsstraße in Deutschland. Dadurch erklärt sich, warum Lademieten nirgendwo so hoch sind. Wichtig zu wissen ist auch, dass München rund 1,5 Millionen Einwohner hat. Sie ist die drittgrößte Stadt nach Berlin und Hamburg. Die Stadt liegt 530 Meter über dem Meeresspiegel. Die Hauptstadt der Isar-Metropole wurde von den Wittelsbachern geprägt, die jahrhundertelang vom 13. Jahrhundert bis zum Anfang dieses Jahrhunderts von hier aus Bayern regierten. Offiziell ist München eine Stadt seit 1158. Ganz kurz die Vorgeschichte. Seit 1156 war Herzog Heinrich der Löwe mit Bayern belehnt. Im Jahre 1158 wollte er, dass die Straße des Salzhandels vom Osten durch die Siedlung führte. So zerstörte er die Isarbrücke bei Oberföhring und baute eine neue Brücke, die zur Siedlung führte. Er verlegte die Salzstraße und verlieh dem Ort Münz-, Markt- und Zollrecht. Kaiser Friedrich Barbarossa bestätigte die Rechte offiziell am 14. Juni 1158. Der Tag des Erlasses gilt als Stadtgründungstag. Wir biegen nun nach rechts ab. Doch schauen Sie bitte links in den alten Hof. Das war die erste Residenz der Wittelsbacher. Ab dem 13. Jahrhundert residierten sie hier. Doch ließen sie dann, als diese zu klein war, eine neue Residenz bauen. Die werden wir gleich sehen. Benannt ist der Platz nach König Max I., dem ersten König von Bayern. Durch einen Vertrag mit Napoleon wurde Bayern 1806 ein Königreich. Rechts sehen wir das Nationaltheater. Max I. ließ die Oper nach dem Vorbild des Odeon in Paris bauen von Karl von Fischer. 1818 wurde sie eröffnet und brannte allerdings bald darauf fast völlig ab. Eine daraufhin ins Leben gerufene Biersteuer half den Wiederaufbau zu finanzieren. 1825 wurde sie dann wieder eröffnet. Hier hat übrigens Märchenkönig Ludwig II. 1864 bis 1886 sich an Separatvorstellungen berauscht. Durch ihn wurde die Oper eine Wagnerbühne. Tristan, Meistersänger, Rheingold und die Walküre fanden hier ihre Uraufführung. Viele berühmte Musiker brachten der Oper Ruhm. Alljährlich sind hier im Juli und August die Opernfestspiele eine Attraktion. Nächster Halt, Oper. Vor uns ist der Königsbau, der im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild des Palazzo Pitti in Florenz gebaut wurde. Der gesamte Komplex umschließt 6 große Höfe und ist heute ein Raumkunstmuseum mit wertvollen Spezialsammlungen. Wegen der Größe des Schlosses ist immer nur eine Hälfte zu besichtigen. Ein Teil ist vormittags geöffnet und ein Teil am Nachmittag.
Wir kommen zur eleganten Maximilianstraße, die im 19. Jahrhundert mit einer charakteristischen Spitzbogenarchitektur im sogenannten maximilianischen Stil geschaffen wurde. Sie ist eine elegante Flaniermeile. Hier finden Sie luxuriöse Geschäfte, Kunstgalerien, Cafés, Theater und ein elegantes Hotel. Schauen Sie bitte ganz nach rechts, das Hofbräuhaus aus dem 16. Jahrhundert. Früher wurde das Bier nur exklusiv für den bayerischen Hof gebraut, daher der Name Hofbräu. Heute ist es ein weltweit bekanntes und beliebtes Gasthaus, wo pro Tag bis zu 5000 Liter Bier ausgeschenkt werden. Links die Regierung von Oberbayern. Rechts das Völkerkundemuseum. Es beherbergt exotische Schätze aus den Sammlungen berühmter Entdeckungsreisender, wie zum Beispiel James Cook. Vor uns das Denkmal Max II. Hier überblickt überlebensgroß der Bauherr der Maximilianstraße, Max II. 1848 bis 1864, das große Standbild seiner Straße. Es wurde 1875 von Müller gegossen. Wir überqueren die Maximiliansbrücke und fahren über die Isar, die im Karwendel entspringt und 280 Kilometer bis zur Donau fließt. Vor uns das imposante Gebäude ist das Maximilianeum. Der Sitz des Bayerischen Landtags und des Senats. Seit 1876 hat hier die Stiftung Maximilianeer für begabte Studenten aus Bayern hier ihren Sitz. Wir fahren nun hinauf auf das Isar-Hochufer. Sie sehen das Gebäude in die Grünanlagen eingebettet. Hier führt übrigens ein langer Radweg entlang der Isar. Sie sehen, dass München eine sehr grüne Stadt ist. Über 3600 Hektar Grün bieten die Münchner Parks. Ich habe
Und nun kommen wir zum Stadtteil Haidhausen. Vor uns liegt der Max-Weber-Platz, der den Freunden des Münchner Humors ein Begriff ist. Der Münchner Komiker Weiß Ferdl hat mit seiner Anekdote aus der Straßenbahn der Linie 8 für die Berühmtheit dieses Platzes gesorgt. In der Anekdote beschreibt Weiß Ferdl, wie eine alte Dame den Schaffner immer wieder nach dem Max-Weber-Platz fragt. Haidhausen wurde im Laufe der letzten Jahre immer beliebter. Hier sind viele neue Geschäfte und Kneipen. Nächster Halt, Haidhausen. Am Wiener Platz schauen Sie bitte nach rechts. Hier ist noch der traditionelle Maibaum. Ganz rechts sind die alten Herbergshäuser aus dem 18. Jahrhundert, die hier mal typisch für das Viertel waren. Rechts das große Gebäude ist der Hofbräukeller. Hier war früher die Hofbräubrauerei, die 1987 durch Feuer zerstört wurde und sich heute in Riem befindet. Hinter dem Gebäude ist übrigens ein schöner Biergarten mit 2000 Plätzen. In einem Teil dieses Biergartens kann man wie in allen traditionellen Biergärten Münchens seine Brotzeit selber mitbringen. Brezen, Radi und Kas sind da die Grundlage. Und das kühle Bier holt man sich dazu. Das ist die beste Art, einen warmen Sommerabend mit Freunden zu verbringen. Wir fahren nun den steilen Weg, den Gasteig hinunter und sehen links das moderne Kulturzentrum Gasteig von 1985. Hier ist der Konzertsaal der Münchner Philharmoniker mit 2500 Sitzplätzen untergebracht, sowie das Richard-Strauss-Konservatorium, die Volkshochschule und die Münchner Stadtbibliothek. Rechts sehen Sie das Müllersche Volksbad. Hier kann man stilvoll baden. Es ist ein wunderschönes Jugendstilbad, das um die Jahrhundertwende gebaut wurde. Links auf der Insel sehen Sie das weltberühmte Deutsche Museum. Es zählt zu den größten technisch-naturwissenschaftlichen Museen der Welt. Sie erleben hier die Entwicklung der Naturwissenschaft und Technik von den Ursprüngen bis heute. In 53 Ausstellungen und über 46.000 Quadratmetern sind unter anderem Exponate der Raumfahrt und Computertechnik zu sehen, neben den klassischen Abteilungen der Fotografie, des Brückenbaus und der spektakulären Flugzeughalle, der Abteilung für Schiffsbau, der Modelleisenbahn und dem Bergwerk.